Lieber Herr Schulte, nun übergebe ich an Sie und danke Ihnen allen für Ihre Aufmerksamkeit. Herr Schulte, Sie haben das Wort. Vielen Dank. Guten Abend zusammen. Schön, dass Sie alle gekommen sind. Ich freue mich, dass wir die Veranstaltungsreihe nun doch nachholen können, mit insgesamt drei bzw. vier Veranstaltungen. Auf eine möchte ich schon hinweisen, in Bezug auf den Chat und die Diskussion. Im Zusammenhang mit solchen Gesundheitsthemen kommt immer das Thema, was mache ich denn mit meiner Patientenverfügung und meiner Vorsorgevollmacht und solchen Dingen. Dazu haben wir Ende Juni am 30.06. eine Veranstaltung, wo diese Fragen geklärt werden können. Das ist heute nicht das Hauptthema. Das Hauptthema hat Herr Darling-Sander bereits eingeführt, welche Heilung ist zu erwarten und hat die verschiedenen Dimensionen davon dargestellt. Ich möchte die drei Diskutanten kurz vorstellen. Der erste ist Professor Traugott Rosa, Theologe, Pfarrer, Hochschullehrer. Er lehrt praktische Theologie an der Westfälischen Wilhelms-Universität, hat sich mit dem Thema Spiritual Care im Großen und Ganzen, wovon wir jetzt gleich was lernen werden, seit langen Jahren befasst. Er verfügt neben einer ausgewiesenen wissenschaftlichen Expertise, auch belegt durch viele Publikationen, über praktische Erfahrungen in verschiedenen Kontexten, als Seelsorger, als Teilnehmender an der Palliativversorgung und hat zum Thema Bioethik und kirchlichem Handeln geforscht und publiziert. Herr Rosa wird uns so in der ersten Hälfte etwa eine Einführung zu diesem Thema geben. Und das wäre dann der Auftakt für die Diskussion hinterher. Ausdrücklich möchte auch ich dazu ermuntern, wenn es Fragen gibt oder Anmerkungen über den Chat, sich zu beteiligen. Wir versuchen, die Nicht-Präsenzveranstaltung so gut wie möglich hier abzubilden, dass wir es dann eben auf diese Weise in die Diskussion gehen. Der nächste ist Herr Professor Remmers, Pflegewissenschaftler, der über die Soziologie und den Wissenschaftsjournalismus in der Pflegewissenschaft letztendlich gelandet ist, auch mit praktischen Pflegeerfahrungen am Anfang seiner Tätigkeit. Er ist nach seiner Emeritierung in Osnabrück noch als Seniorprofessor am Institut für Gerontologie der Ruprecht-Karls-Universität in Heidelberg tätig. Auch er hat reichhaltig publiziert zu seinem Thema, unter anderem Anmerkungen zum Schicksal von Care-Berufen im Kontext gesellschaftlicher Erosionskrisen. Das ist sicherlich topaktuell, wenn wir an die Corona-Belastung von über einem Jahr denken. Und es gibt eine andere Aufzeichnung, zum Beispiel Pars pro Toto, der demenzkranke Mensch als Palliativpatient. Und die dritte Diskutantin ist eine frühere gemeinsame Kollegin aus der MAH, Frau Professorin Corinna Trebst. Sie ist die stellvertretende Direktorin der Klinik für Neurologie und sie ist befasst nicht nur mit der Breite und Tiefe des Faches der Neurologie, sondern mit den seltenen Erkrankungen zum Teil, den degenerativen Erkrankungen, den ganz praktisch den schweren Diagnosen, auch Krankheitsbildern, wozu es keine wissenschaftliche Evidenz gibt, wo man also sehr, sehr viel, ich sage mal, Detektivarbeit leisten muss. Ich freue mich sehr, dass auch sie dabei ist. Wir kennen uns seit über 20 Jahren. Wir haben als Assistenzärztin und Arzt früher zusammen eine Zeit auf der Intensivstation gearbeitet. Wir sind daher per Du miteinander, daher also nicht wundern. Gut, also danke an alle, die dazu beitragen. Und dann würde ich bitten, dass wir jetzt mit der Präsentation von Herrn Professor Rosa beginnen können. Wohlan. Ja, jetzt ist auch mein Ton an. Guten Abend und vielen herzlichen Dank, lieber Herr Schulte. Vielen Dank für die freundliche Vorstellung, lieber Herr Darling-Sander und liebe Frau Inton. Vielen Dank für die Einladung. Es ist schön, heute Abend dabei zu sein. Es wäre natürlich schöner in echt, aber auch virtuell ist echt. Das lernen wir ja alle in der Krisenzeit. Welche Heilung ist zu erwarten? Lebensqualität und Spiritualität im Plural. Das ist das Thema, das Sie mir gestellt haben. Und dazu würde ich ganz gerne mit einer PowerPoint-Präsentation einen Impuls geben. Und wenn wir den vielleicht gerade starten, ich hoffe, dass man ihn gut sehen kann. Ja, das sieht doch bei mir auf dem Bildschirm, kann man zumindest was erkennen. Ich hoffe, Sie können ihn auch alle sehen.
Ja, vielen Dank und wir gehen gleich auf die erste Folie. Mein Zugang zum Thema, den habe ich als Kinofan. Die Oscarverleihung ist ja demnächst als Kinofan ein bisschen auch über das Thema Film genommen. Denn der Kontext, in dem wir die Frage nach Lebensqualität und Spiritualität beziehungsweise auch nach Aussicht auf Heilung stellen, ist gegenwärtig immer wieder auch die Frage nach der Art und Weise, wie wir sterben und wie Menschen selber auch Wünsche nach dem Sterben oder auch nach beschleunigtem Sterben stellen. Und ich habe gemeinsam mit einem Ethiker aus meiner Fakultät, Herrn Professor von Schelier, dazu mal ein Filmseminar gemacht, Sterbehilfe und Sterbebegleitung im Film. Und wir sind dabei auf ganz bestimmte Filme aus der Filmgeschichte auch gekommen. Und ich gehe sie ganz kurz durch, erzähle nicht viel, mit dem Ziel, ein Querschnittsthema zu bilden. Einer der ersten Filme, die sich beschäftigt haben mit dem Hinweis auf das Thema Sterbehilfe oder auch einer Verteidigung des Themas Sterbehilfe, kommt aus der unguten Zeit des Nationalsozialismus. Ein Film von 1941 von Wolfgang Liebeneiner, Ich klage an. Dieser Film erzählt von einer Frau, die an einer schweren Erkrankung leidet und die schließlich mit Hilfe eines befreundeten Arztes dann aus dem Leben scheidet und ihr Mann, und der Arzt werden dann in einen Prozess miteinander verstrickt und dabei wird eben dieses Thema Anklage gegen den Zwang zum Leben. Das zentrale Thema ist der Verlust der Lebensqualität. Dann kommen ein paar amerikanische Filme. Der englische Patient, großartiges Liebesdrama, toller Film. Hier geht es auch entscheidend darum, dass am Ende der Protagonist aus dem Leben sich scheiden lässt über die Verabreichung von Medikamenten, nachdem er seine Lebensgeschichte erzählt hat. Und nachdem seine Liebe gestorben ist, gibt es nichts mehr, was sein Leben erfüllt und ihn am Leben hält. Auch alle Schuldfragen sind geklärt. Er kann sterben, aber er kann es eben nicht. Deswegen lässt er sich zum Sterben helfen. Million Dollar Baby ist ein großes Oscar-prämiertes Werk von Clint Eastwood, in dem eine Boxerin nach einem Tiefschlag, mit dem sie dann an den Rollstuhl gebunden wäre, sich auch aus dem Leben befördern lässt von ihrem Trainer. Und auch hier ist das Argument, dass sie Kontrollverlust hat. Sie kann ihr Leben nicht mehr kontrollieren, ist auf die Hilfe anderer angewiesen und das gibt ihr Grund, aus dem Leben zu scheiden. Verlust an Lebensqualität. Zu Amour, Liebe, komme ich gleich nochmal. Am Ende ein Fest ist ein Film aus Israel, das sehr spannend ist. Eine der wenigen Komödien zum Thema. Lohnt sich, wenn Sie ihn irgendwo mal sehen können. Auch hier ist das Thema, dass Menschen in hohem Alter unter Lebensqualitätsmangel leiden und deswegen sagen, sie möchten eigentlich aus dem Leben gebracht werden. Und sogar der Tatort hat einmal einen Schweizer Tatort gebracht zum Thema Freitod. Auch eine etwas schwierige Darstellung, wie ich fand, des Themas Sterbehilfe in der Schweiz. Überall steht am Ende des Verlustes von Lebensqualität das Thema Sterbebegleitung bzw. Sterbehilfe oder Hastened Death. Gibt nur einen Film, der das Aushalten erzählt, das Aushalten bei einer schweren Krebserkrankung, nämlich der wunderbare deutsche Film Halt auf freier Strecke von Andreas Dresen, bei dem die Kamera im Grunde einfach dabei bleibt, so wie Menschen in der Begleitung auch dabei bleiben. Auch hier erlebt man, wie Lebensqualität in vermeintlich objektiven Größen gemindert werden, aber es doch tatsächlich auch Bereiche geben, die den Protagonisten gespielt, den Schauspieler habe ich jetzt wieder vergessen, die den Protagonisten dann doch bis zum letzten Atemzug durchhalten lassen. Wir gehen mal eine Spur weiter. Der Film Amour, Liebe von Michael Haneke ist ein unglaublich bewegender Film über ein Ehepaar, das sein ganzes Leben miteinander verbracht hat, bei dem die Protagonistin Anne an einem Schlaganfall und mehreren weiteren Krankheitsentwicklungen leidet, immer schwächer wird, immer pflegebedürftiger wird, sich aber gegen Hilfe von außen, sowohl Pflegeunterstützung durch eine Pflegekraft, die vielleicht in der Wohnung
einziehen würde, wert natürlich auch die Überweisung oder die Übernahme in eine Pflegeeinrichtung, bis hin sogar auch jede Einweisung in ein Krankenhaus verweigert und am Ende völlig desillusioniert, verzweifelt ihren Mann bittet, einmal versucht, einen Suizid auszuüben und ihr Mann schließlich in einem Akt der Verzweiflung sie tatsächlich aus dem Leben schafft. Und das Ganze unter dem Titel Liebe. Warum zeige ich Ihnen diesen Film? Weil dieser Film für das Thema Spiritualität eine große Rolle spielt. Es ist ein Film aus einer Welt, in der Spiritualität nicht länger mehr über religiöse Inhalte gefüllt wird, sondern Spiritualität sich ereignet über Kultur. Und der Verlust der Fähigkeit, selbst Klavier zu spielen, war Klavierlehrerin, der Verlust der Fähigkeit, selbst Klavier spielen zu können, verleitet ihr auch die Freude an der Musik im Hören. Und als dieses erloschen ist, hat sie keinerlei Sinn mehr im Leben und will auch keinen Moment länger leben, als es geht, und nimmt deswegen auch den Tod in Kauf, den ihr Mann in einer wirklich erschütternden Szene dann auch mitbringt. Ich zeige diesen Film, weil er deutlich macht, dass es Spiritualität gibt, bis zuletzt am Lebensende, diese Spiritualität aber nicht ausschließlich religiös gefüllt sein muss, sondern in vielen Formen auch funktioniert und weiter existiert. Soweit meine kleine Filmschau und wir gehen eine Folie weiter. Ein weiterer Aspekt ist natürlich, wie die Philosophie auch damit umgeht, und in einem Band von Peter Biri, eine Art zu leben, habe ich im Blick auf eine Demenzerkrankung auch ein sehr spannendes oder berührendes Zitat auch gefunden. Bernhard, ein Mensch, der ahnt, dass er an Demenz erkranken wird, beschreibt von sich in seiner Vorstellung: ganz schlimm bei alledem wäre, dass ich das Selbstbild verlöre, das mich in den letzten Jahren bestimmt hat, dass ich in diesem Sinne zu vergessen beginne, wer ich bin. Und gar nicht reden wollen wir davon, dass bei einem solchen Verfall irgendwann die Kontrolle über die Körperfunktionen verloren geht, auch über die Ausscheidungen. Weißt du, ich möchte nicht auf einem Niveau weiterleben, das unter dem liegt, das ich stets zu erreichen und zu halten bemüht war. Das Niveau, das meinem Leben seinen Sinn gab. Ich möchte auch nicht auf die schiefe Ebene geraten, auf der ich Niveau und Sinn ständig nach unten korrigiere. Ich will nicht, dass die anderen mich nun so sehen, wo sie mich als einen ganz anderen kannten. War einmal ein kluger Kopf, so werden die Nachbarn sagen. Und guck, was nun aus ihm geworden ist. Ich will vorher gehen, vorher. Es ist eine Frage meiner Würde. Ich möchte vor niemandes Augen meine Würde verlieren, ob ich es nun merke oder nicht. Das, was in diesem Zitat berührend ist, so finde ich, hat damit zu tun, dass ein Mensch hier den Begriff Sinn verwendet. Was gibt meinem Leben Sinn? Und diese Erfüllung, diese Erfahrung mit Sinn verbunden wird mit einem Bild seiner selbst, so wie er von anderen wahrgenommen werden will, aber auch wie er sich selbst wahrnimmt. Spiritualität als ein, ja, vielleicht erster Hinweis aus dieser Folie kann auch damit zu tun haben, wie die Beziehung zu uns selbst ist und zu unserem Leben. Das, was wir von uns für sinnvoll, sinnstiftend oder sinn erfüllt betrachten. Wir gehen eine Folie weiter. Sie merken schon, dass der Begriff der Spiritualität, wie ich ihn verstehe, ein recht komplexer Begriff ist, der viele Aspekte mit umfasst. Und darauf komme ich noch ein bisschen genauer hin. Wir beschäftigen uns mit dem Thema Spiritualität insbesondere, weil die Palliativ-Care-Bewegung, die Palliativmedizin und Hospizbewegung die Dimension der Spiritualität als zugehörig zu einer ganzheitlichen Begleitung und Betreuung von Menschen begreifen. Spiritualität ist ein Aspekt des Menschseins neben der Körperlichkeit, neben der Psyche, den psychischen Aspekten und der Sozialität des Menschen. Wenn Spiritualität ein Teil davon ist, ein Aspekt in der Betreuung ist, fragt man sich aber, mit welchem Bestandteil? Aus religiöser, aus kirchlicher Perspektive hat man traditionell vielleicht gesagt, und so war es in den Seelsorgetraditionen auch lange gewesen, dass am Ende im Grunde
die religiöse Begleitung, die Versorgung mit Sterbesakramenten das Zentrale ist, wenn alle anderen Dinge nicht mehr da sind. Und dann hat man, wenn gar nichts mehr ging, am Ende nach dem Pfarrer, dem Priester, der Pfarrerin gerufen, die dann die Erteilung der Sterbesakramente hatte. Das hatte aber eigentlich nichts mehr mit der Frage von Gesundheit, von Wohlbefinden oder vielleicht sogar dem Aspekt von Heilung zu tun. Die Palliativmedizin hat hier einen anderen Ansatz gewählt. Nicht ein Nacheinander von Spiritualität, nachdem alle anderen Bereiche versorgt sind oder nicht mehr behandelt werden können, sondern ein Miteinander. Ich will auch nicht sagen nebeneinander, aber ein Miteinander, und zwar unter einem gemeinsamen Ziel. Und dieses Ziel heißt Verbesserung von Lebensqualität. Und zwar die Verbesserung der Lebensqualität von Patienten und ihren Familien. Das ist das gemeinsame Ziel aller Bemühungen von Berufsgruppen, die in Palliativversorgung beteiligt sind. Und bei den Berufsgruppen denke ich natürlich an die Pflegekräfte, an die Ärzte, an die Sozialarbeit, die Psychotherapeuten, psychoonkologische Personal, Kunsttherapie und eben auch die Seelsorge, die mit beteiligt sind. Im Übrigen auch die ehrenamtlichen Betreuenden, wie sie in der Hospizbewegung stark gemacht wurden. Gemeinsames Ziel ist Verbesserung von Lebensqualität. Diese vier Bereiche sind hiermit benannt. Ich will sie gar nicht im Einzelnen durchgehen. Ich will aber darauf hinweisen, ausgehend von dem Zitat von Bieri, dass die Lebensqualität in allen vier Bereichen in Mitleidenschaft gezogen werden kann, und zwar sowohl durch eine Grunderkrankung, eine zum Tode führende oder das Leben bedrohende Grunderkrankung, als auch durch die mit der Krankheit verbundenen Begleitsymptome und auch die Behandlungen selber als Nebenwirkung der Behandlung auch Beeinträchtigungen der Lebensqualität mit eintreten können. Und das findet auf allen vier Ebenen eben statt. Im körperlichen Bereich durch zunehmende Immobilität, durch Lähmungen, durch, so war es im Zitat, Inkontinenz oder drohende Inkontinenz und durch die zunehmende Pflegebedürftigkeit und Abhängigkeit in allen körperlichen Beteiligungen. Im grünen Bereich, grün und gelb sind ein bisschen schlecht zu lesen, deswegen lese ich es kurz vor. Psychisch sind es die kognitiven Einschränkungen, depressive Verstimmungen, Sinnverlust und Angst vor Krankheitsfortschritt, Krankheitsprogress, die hier als belastende Symptome gesehen werden, die die Lebensqualität von Patienten einschränken. Also die Abnahme der Denkfähigkeit oder der Art und Weise, wie wir gewohnt sind zu denken, die Zunahme von Depressionen oder depressiven Verstimmungen, der Verlust von sinnerfüllenden Erfahrungsbereichen und Angst als ein zentrales Thema. Im sozialen Bereich ist es der Verlust der sozialen Rolle, der die Lebensqualität einschränkt, wenn Sie an dieses Zitat von Bieri auch gerade eben noch denken. Der Rückzug von gewohnten, vertrauten Kolleginnen, Kollegen, Nachbarschaft, Freunden oder auch Familienmitgliedern. Auch hier die zunehmende Immobilität, also die Unmöglichkeit, Menschen auch aufzusuchen oder Orte aufzusuchen, an denen man gerne ist. Der Verlust der Anerkennung als der Mensch, der man ist, oder auch der Angst, die Angst vor dem Verlust und auch die Abhängigkeit vom Partner, so war es in dem Film Liebe, ganz zentral. Und schließlich auf der spirituellen Ebene, so heißt es in den Untersuchungen, die da sind, auch hier wiederum der Verlust von Sinn, Sinn als etwas, was das Leben trägt und füllt, der Verlust von Freude, etwa wie im Film Musik, aktiv und passiv, und auch der Verlust von Religiosität oder Gewissheit im Glauben. Da merken Sie, dass diese Lebensqualitätsthematik eine umfassende, alle vier Bereiche umfassende Thematik ist, die dazu führt, dass Menschen an einer Hoffnung auf Heilung verzweifeln oder sich Heilung gar nicht vorstellen können, denn als Wiederherstellung des Zustands, der vorher war. Aber das ist bei vielen chronischen Erkrankungen oder bei vielen voranschreitenden, progredienten Erkrankungen nicht mehr möglich und nicht mehr der Fall. Wir gehen eine Folie weiter. Abraham Maslow hat eine Bedürfnispyramide dargestellt, bei der diese vier Ebenen noch einmal anders dargestellt werden. Nicht so wie jetzt in der Palliative Care-Konzeption, miteinander verbunden oder nebeneinander stehend als vier Säulen der Palliativversorgung, sondern hier als eine Bedürfnispyramide. Und alle Bedürfnisse bauen aufeinander auf, und Sie sehen, dass Sie das körperliche Leiden, die
Leiterfahrung auf der körperlichen Ebene, in den vielen Situationen dominiert. Darauf bauen dann andere Aspekte auf, wie psychisches Leiden, die Erfahrung des körperlichen Leides, die ja auch verarbeitet, verkraftet werden will in der Psyche, der Rückzug aus dem sozialen Leben oder der Verlust auch der Fähigkeit, seiner sozialen Rolle einzugehen, einschließlich der Möglichkeit, etwa für sich selbst finanziell zu sorgen oder für die Angehörigen finanziell zu sorgen, der Verlust der materiellen Sicherheit. Und schließlich auf der Spitze hier dieser Bedürfnispyramide das spirituelle Leiden, das hier eben auch mit einer Rolle spielt und das, das Gesamtbild zum Gesamtbild gehört, aber nicht überall in gleicher Weise auch vorhanden sein muss. Auch hier gehen wir einen Punkt weiter. In einem der für mich wichtigsten Texte aus der Medizin wird die Erfahrung von Leiden als ein Grundanliegen eines Behandlungsansatzes beschrieben. Eric Cassell hat diesen Text, ich glaube, in den 80er Jahren geschrieben. Einer der ganz spannenden und bewegenden Texte, bei denen er ausgehend auch von konkreten Patientenschilderungen, Patientinnen-Schilderungen beschreibt, was Leiden ist. Suffering, so schreibt er zusammenfassend, can be defined as the state of severe distress associated with events that threaten the intactness of the person. Leiden kann beschrieben werden als ein Zustand einer maximalen oder sehr ernstzunehmenden Belastung, die verbunden ist mit den Ereignissen, die die Intaktheit als Person gefährden. Und in diesem Bild eines Kruzifixus, der seine Arme verloren hat, finde ich genau eigentlich auch dieses wieder das Leiden, das im Verlust der Intaktheit des Empfindens einer Ganzheit als Person bedingt ist. Und das, was das Zitat von Bieri beschrieben hat, ist genau dieser Verlust der Intaktheit als Person. Und wir gehen da ein Stück weiter. Diese Bedrohung ist real. Und wenn es Ihnen vielleicht schon einmal begegnet ist, dann gehen wir in Palliative Care und in Spiritual Care mit einem bestimmten Begriffskontext auf dieses Thema zu, auf das Leiden, auf dieses umfassende Leiden. Cicely Saunders nannte es Total Pain, einen allumfassenden Schmerz oder eben ein Leiden. Und dieses Leiden, weil es real ist, diesem Leiden begegnen wir mit Sorge. Sorge ist eine Reaktion, die sich äußert. Und hier hat mein früherer Kollege in München, Professor Eckhard Frick, Psychoanalytiker, medizinischer Psychotherapeut und Jesuitenpriester, einmal mit befasst. Und er hat dieses aus einem etymologischen Wörterbuch mit übernommen. Und ich finde dieses wirklich erhellend, denn es erklärt den Begriff Care. Oder wie wir im Deutschen eigentlich schöner sagen, Sorge. Care hat zu tun mit dem Begriff Car, wie wir ihn am Karfreitag begangen haben. Cara, Althochdeutsch, Mittelhochdeutsch, Trauer und Wehklage. In allen Sprachen taucht es eigentlich auf mit einer ganz ähnlichen Beschreibung. Sorge und Kummer, gefesselt seid ans Bett, Chor oder Krankenbett. Schmerz, das sich äußert, ich gehe ein bisschen weiter, bis ins Gotische hinein oder ins Angelsächsische, Wehklage, also Schreien, Lärm, Wehklagen, Jammern, Trauern, Klagen, Wimmern, Jammern, Seufzen, aber auch der Begriff des Sich-Kümmerns, was darin steckt. Und das ist für mich das Spannende, dass der Begriff der Sorge, wie wir ihn dann auch in der Seelsorge verwenden oder eben auch in Palliative Care und Hospice Care, dass dieser Begriff der Sorge auf der einen Seite eine Reaktion auf eine reale Gefahr und Bedrohung darstellt. Ich bin besorgt und darauf
reagiere ich durch Jammern, Schreien, Wehklagen. Sorge hat aber auch diesen anderen Aspekt des Sich-Kümmerns um etwas. Fürsorge für jemanden treffen, weil der Grund zur Sorge real ist, weil das Leben bedroht ist, weil es Leid gibt. Deswegen sorgen wir für andere, wir kümmern uns. Ja, und noch mehr, wir können uns auch für uns selber sorgend verhalten, reagieren auf eine drohende Bedrohung unseres Lebens, auf eine Leitsituation, indem wir Vorsorge treffen. Vorsorge treffen, für sich selbst sorgen können. Jetzt sehe ich gerade von Frau Stolle-Grimaldos, dass sie nicht mehr hören kann. Können Sie mich noch verstehen? Ja, alles gut. Gut. Also dieser Aspekt des Sorgens für sich selbst, des Vorsorgetreffens für sich selbst, und dieses hat ist eng verbunden mit der Entwicklung auch der Patientenverfügung als ein Instrument der vorausschauenden Reaktion auf eine Leitsituation. Ich kann also mich selber auch bemühen, für die Lebensqualität selbst etwas zu tun, Vorsorge zu leisten, indem ich auch das Ausmaß der Sorge um mich durch die medizinischen und pflegerischen Tätigkeiten Vorsorge treffe, um auf diese Art und Weise zu gewährleisten, wie ich eigentlich auch leben will bis zuletzt. In der Palliativversorgung und auch in weiteren Bereichen der Versorgungsforschung wird das Thema des Advanced Care Planning, der vorausschauenden Versorgungsplanung, gegenwärtig sehr stark vorangetrieben. Und auch dieses geht im Grunde auf dieses CARA, auf diese Sorge, das Care-Bewusstsein zurück. Wir gehen eine Spur weiter. Das hat seine Umsetzung gefunden in den Ansprüchen und Ansätzen der Palliativversorgung. Und ich habe Ihnen hier aus dem S3-Leitlinienprogramm der Palliativmedizin, die zusammen erarbeitet wird mit der Onkologie, mit der Deutschen Krebsgesellschaft und weiteren anderen Gesellschaften, die im Bereich der Onkologie unterwegs sind, erarbeitet. S3-Leitlinien sind so etwas wie der Goldstandard der Behandlung und Versorgung. Und auch hier werden bestimmte Symptome benannt, die Lebensqualität deutlich beeinträchtigen und deshalb auch mitversorgt, mitbetreut werden müssen nach den Regeln der Kunst, den besten Regeln der Kunst. Und ich habe hier nur rausgenommen einige, es sind bei Weitem nicht alle, bei denen auch Aspekte von Spiritualität eine Rolle spielen. Etwa das sehr häufige Symptom der Angst, bei dem wird Spiritualität mit hineingebracht, etwa als existenzielle Angst vor Tod, als Jenseitigkeit, vor einer maximalen Isolation oder auch der Endlichkeit des Lebens. Das liest sich hier immer so abstrakt. Dabei ist es aber, wenn man in der Situation ist oder auch begleitet, eine ganz furchtbare Situation, tatsächlich damit umzugehen, dass das Leben, das konkrete Leben eines Menschen, das eigene Leben tatsächlich Ängste ist, das erfüllt mit Angst. Wie kann man darauf reagieren? Das sind die blauen Teile, auch hier in der S3-Leitlinie somit geraten. Behandlung inkludiert, so heißt es, spirituelle Interventionen, beispielsweise über Rituale, über Möglichkeiten der Meditation, Achtsamkeitsmeditation mit dabei. Da greifen dann häufig auch Psychotherapie und Seelsorge ineinander. Oder auch Aspekte der existenziellen Kommunikation, wie sie auch gepflegt wird, etwa in psychoonkologischen Anstrengungen, aber auch in Seelsorgesituationen. Also die Möglichkeit zu reagieren, sorgend zu reagieren auf diese Leidenssituation. Auch in der S3-Leitlinie taucht das Thema Sterbewunsch mit auf und die Beschreibung von Sterbewünschen als eine Thematisierung von Suizid, als einem hypothetischen Fluchtplan. Da könnte man jetzt vertieft auch diskutieren, da will ich jetzt nicht gerade mit hineingehen. Hier hat man gesehen aus Forschungen, dass Sterbewünsche korrelieren mit Erkrankungen im niedrigen Alter. Also wenn Patienten, Patientinnen jünger sind, ist das ein häufiger geäußerter Wunsch.
korrelieren auch mit einem geringen Selbstwertgefühl und geringer Spiritualität. So beschreiben es die gering ausgeprägten Spiritualität, so beschreiben es die Studien. Wie kann man mit Sterbewünschen umgehen, auch im Sinne einer spirituellen Begleitung? Hier ist ein Hinweis, dass das zentrale Anliegen ist, das psychische und spirituelle Befinden des Patienten tatsächlich zu erkunden, also Gespräche zu führen, Zeit mit dem Patienten zu verbringen, um über diesen Sterbewunsch und das, was ihn auslöst, auch zu sprechen, ihn auch ernst zu nehmen und nicht abzuwiegeln oder auch gleich zu fragen, wie kann man das umsetzen. Und schließlich der Aspekt auch der Therapiezielfindung. Das ist ein Thema, was insbesondere auch im interkulturellen Kontext eine wichtige Rolle spielt. Therapiezielfindung heißt eigentlich, was ist das Ziel auch unserer Behandlung? Wie soll es weitergehen auch mit der Therapie? Welches Ziel wollen wir eigentlich erreichen? Ist das Ziel Heilung? Und wenn ja, was heißt Heilung für den Patienten? Und hier sind manchmal auch die Therapieziele und die Strategien der Behandlung abhängig von religiösen Einstellungen von Patienten und religiösen kulturellen Gebotenheiten, die mit da sind. Man weiß, dass Therapiebegrenzung manchmal thematisiert wird aufgrund des Wegfalls einer medizinischen Indikation für eine Behandlung. Aber die religiöse Haltung vielleicht dann deutlich macht, dass man den Menschen aber nicht aufgeben darf, aufgeben mag oder es vermeintlich gegen ein Gebot verstößt des Lebenserhaltes. Und dann spielen auch religiöse Aspekte wieder eine Rolle. Dieses nur einen Hinweis, wie sich dieses Thema Spiritualität dann auch in der Palliativversorgung in S3-Leitlinien auch wiederfindet. Ich könnte noch mehr Beispiele nennen, aber wir wollen es dabei belassen. Da gehe ich jetzt gerade mal, da bleibe ich gerade im Moment noch dabei, weil es tatsächlich auch wichtig ist. Wenn wir spirituelles Befinden beschreiben, können wir auch einen Zusammenhang zwischen spirituellem Befinden, ich bin vorsichtig jetzt mit dem Begriff des Wohlbefindens, und Verzweiflung nehmen. Es gibt signifikante Korrelationen zwischen einem Wohlbefinden auf spiritueller Ebene und dem Wunsch nach beschleunigtem Tod. Und Sie sehen hier eine negative Korrelation, also ein Minuszeichen. Das heißt, wenn ein spirituelles Wohlbefinden da ist, ist ein geringerer Wunsch nach einem beschleunigten Tod mit vorhanden und ähnlich auch bei Hoffnungslosigkeit und Suizidalität. Spirituelles Wohlbefinden ist einer der stärksten Prädiktoren dieser Outcome-Variablen und wirkt sich signifikant deutlicher aus als Depression. So hat es diese Untersuchung aus dem Jahr 2003 gezeigt. Das möchte ich deswegen auch nochmal zeigen, weil hier der Begriff der Spiritualität verwendet wird. Und auf den gehen wir noch ein bisschen genauer ein im Weiteren und gehen auf die nächste Folie. Nachdem ich den Begriff auch der Verzweiflung mit verwendet habe, möchte ich Ihnen aus religiösem Munde in einem lutherischen Kontext diesen Text nicht vorenthalten. Luther hat in seiner letzten Predigt festgehalten, es heißt, alsdenn, so ihr um meinen Willen leidet, mein Joch und meine Bürde, die ich euch mit Gnade auflege, dass ihr wisse, dass Gott und mir solch euer Leiden wohlgefällt und ich selbst auch euch helfe, es zu tragen. Lasst alles an euch stürmen, bleibt ihr aber nur getrost und unverzagt mit euer Harren und Warten des Herrn durch den Glauben. So habt ihr schon gewonnen und seid dem Tod entlaufen, dem Teufel und der Welt weit überlegen. So sagt Luther in seiner letzten Predigt, die er gehalten hat, im Februar 1546. Aber dann, als er selber nicht mehr kann, ihn also die körperlichen Kräfte verlassen, sagt er, ich bin zu schwach. Wir wollen es hierbei bleiben lassen. Und schön, also besser kann man eigentlich nicht sagen, dass die große Rede von Frömmigkeit und Glauben und so weiter irgendwann möglicherweise selbst beim großen Reformator zu Ende gehen und er sagt, ich bin zu schwach, ich kann diese Reden nicht mehr schwingen. Und das wiederholt sich auch in einem anderen Text nochmal mit weiter. Wir kommen dazu. Ich gehe einen Schritt weiter.
Spiritual Care ist also eine Reaktion auf spirituelle Bedürfnisse von Menschen, die ausgelöst werden von einer starken Last von Symptomen, die auf unterschiedlichen Ebenen körperlich, geistig, psychisch, sozial mit vorhanden sind. Wir klicken drauf. Auch hier ist eine Zusammenstellung von verschiedenen Formen. Die Seelsorge leistet dabei einen Bestandteil, einen Anteil an dieser spirituellen Betreuung und Versorgung von Menschen. Aber es bleibt nicht dabei. Wir klicken mal weiter. Die Medizin tut auch das ihre und auch die nächste Berufsgruppe, die jetzt aufleuchtet, die Pflege. Ganz zentral hier auch mit zu nennen, und ich mag das in der gegenwärtigen Situation der Corona-Pandemie und aufgrund der Erfahrungen in der Pandemie sehr deutlich machen, vor allem der ersten Welle der Pandemie. Dabei haben wir gemerkt, dass in manchen Einrichtungen, Altenpflegeeinrichtungen, aber auch auf Intensivstationen und in Krankenhäusern Seelsorge zumindest anfangs nicht zugelassen war. Einerseits, weil sie aufgrund der Hygienemaßnahmen, Hygienevorschriften, aber auch der rechtlichen Vorgaben nicht als unmittelbar relevant für die Betreuung mitgesehen wurden. Oder aber, weil vielleicht auch die Kirchen selbst gesagt haben, das war tatsächlich auch der Fall, manche von euch sind zu alt, gehören schon zur Risikogruppe, sind über 60. Ihr dürft nicht mehr ins Krankenhaus, weil ihr euch selbst infizieren könntet. Ein Phänomen, was man übrigens aus der Reformationszeit und der Zeit der Pestepidemien schon kannte. Die Seelsorge war also nicht da. Also wurde für die Seele gesorgt, die seelischen Bedürfnisse und die seelischen Leiden der kranken Menschen gesorgt, und zwar durch die Pflegekräfte und durch die Ärzte. Und dieses ergänzend zu dem, was sie ansonsten schon tun mussten und mit den Ängsten, die sie selbst auch aushalten mussten. Sie haben sich in einer ganz beeindruckenden Weise in vielen Fällen um die Menschen gekümmert, die keinen Besuch von ihren Angehörigen mehr empfangen konnten. Und sie haben mit ihnen gebetet, oftmals, auch wenn sie selber gar nicht religiös waren. Also hier ist Spiritual Care durch die anderen Berufsgruppen geleistet worden. Wir klicken einen Moment weiter. Soziale Arbeit spielt hier noch eine wichtige Rolle. Die ist für eine Weile auch rausgefallen. Soziale Arbeit kümmert sich schon auch um den Zusammenhang mit den Angehörigen und die Möglichkeit, eine soziale Rolle zu spielen. Noch eins weiter. Spiritual Care, ja, wir können ruhig den nächsten schon mit reinnehmen. Spiritual Care ist ein Thema, was in allen Berufsgruppen eine Rolle spielt und nicht allein der Seelsorge überlassen ist, in einer unterschiedlichen Weise. Und dieses gilt es zu diskutieren, damit werden wir heute Abend vielleicht gar nicht in die Tiefe kommen, aber Spiritual Care ist ein Thema, was tatsächlich im Schnittfeld aller Berufsgruppen ist und was erforderlich macht, dass die Berufsgruppen auch miteinander im Bunde sind. Und deswegen ist es wichtig, dass es dieses eine Ziel gibt, nämlich Verbesserung von Lebensqualität. Und was Sie merken, woran ich nicht mehr jetzt bin, ist Heilung im Sinne der Heilung als kurative Heilung, Befreiung einer Erkrankung, sondern eigentlich eher Heilung im Sinne einer Ermöglichung von Wohlbefinden. Dieses Thema der multiprofessionellen Berufsgruppen ist etwas, was wir im Übrigen auch in der Pest-Epidemie-Zeit längst schon kannten. Wenn Sie hier diesen alten Schnitt aus dem Jahr 1520 sehen, dann sehen Sie um das Bett des erkrankten Menschen ganz unterschiedliche Berufsgruppen, die hier auch mit genannt sind. Ich weise auch darauf hin, dass unterschiedliche Gendergruppen beteiligt sind. Also wir sind hier tatsächlich auch in einer Situation einer multiprofessionellen Versorgung, Betreuung mit Arzt, Apotheker, Wärterin, das ist die Pflege, und auch dem Pfarrer, der mit dabei ist. Aber auch hier ist der Vorbehalt, dass wir und die Berufsgruppen nicht alles dafür schaffen können, um den Menschen tatsächlich ein gutes Ende zu bescheren. Denn, so schreibt Luther 1527, Gott selbst, sein Wärter sein, ist sein Wärter, also sein bester Pfleger, und wird dazu auch sein Arzt sein. Lieber, was sind alle Ärzte, Apotheker und Wärter gegen Gott? Und ich würde ergänzen, das gilt im Übrigen auch für die Seelsorgenden. Was sind alle Seelsorger gegen Gott? Also am Ende sorgt Gott für uns selber. Aber das ist jenseits unserer Machbarkeit und Verfügbarkeit, auch jenseits aller Finanzierungsmöglichkeiten, die durch die Krankenkassen und das Gesundheitssystem gemacht werden.
Es ist nicht verfügbar, das heißt aber auch, wir können uns nicht darauf zurückziehen und sagen, Gott wird schon für ihn sorgen oder für sie. Wir gehen eins weiter. Und damit bin ich endlich beim Begriff der Spiritualität, mit der hier gearbeitet wird. Es sollte aus den Filmen und aus der Schilderung von Beery und anderen Schilderungen schon deutlich geworden sein, dass Spiritualität ein weiter Begriff ist. In einer Situation der Pluralität, der religiösen Pluralität, der weltanschaulichen Pluralität, kann auch der Begriff von Spiritualität nicht reduziert werden auf Religiosität, aber er meint auch nichts anderes, als es Religiosität mit anspricht. Es ist nicht das Gleiche wie Religiosität, es ist auch nicht das Umfassendere, aber es ist nicht ohne das Thema Religiosität mitzudenken. Es hat eine Arbeitsgruppe, verschiedene Arbeitsgruppen in englischsprachigen Ländern, aber auch in Europa gegeben und im Übrigen auch eine Konsensusdefinition der verschiedenen Religionsgemeinschaften weltweit bei einer Sitzung, die in Rom gehalten wurde, im Bereich des Vatikan, aber nicht durch den Vatikan veranstaltet, bei der eine internationale, interreligiöse und interprofessionell anschlussfähige Begrifflichkeit für Spiritualität gefunden wurde, die in etwa so lautet: Spiritualität ist eine dynamische Dimension menschlichen Lebens. Dynamisch heißt, dass sich das entwickelt im Laufe des Lebens und das heißt natürlich auch, reagiert auf eine Krankheitssituation. Spiritualität ist nichts Feststehendes, so wie man einmal evangelisch getauft wurde oder katholisch getauft wurde oder heute in vielen Fällen gar nicht mehr getauft wird, sondern Spiritualität ist etwas, was sich entwickelt in den Wechselfällen des Lebens. Sie bezieht sich darauf, wie Menschen Sinn, Bedeutung und Transzendenz erfahren, ausdrücken und suchen. Sie merken, dass es hier bei so einer Konsensusdefinition um jeden Begriff, auf jeden Begriff ankommt, wie so eine Matrix, die man hier mit anwenden kann. Und manche Begriffe werden eben wieder auftauchen. Sinn als zentrales Thema in der Beery-Debatte, Transzendenz als Religionsbezug, erfahren, ausdrücken oder suchen, das spricht kognitive Aspekte an, Glaubenslehren, Glaubensvorstellungen. Für manche Menschen sind spirituelle Ereignisse aber vor allem auch auf der Erfahrungsebene mit da, in der Meditation oder bei einer Naturerfahrung. Das ist so der eine Teil. Und der andere Teil wendet sich an das in Verbindung stehen, in Relation sein, in Beziehung sein. Spiritualität ist die dynamische Dimension menschlichen Lebens, wie sie in Verbindung stehen mit dem Moment, dem eigenen Selbst, mit anderen Menschen, dem anderen, mit der Natur oder auch mit dem Heiligen. Das ist ein wichtiger Aspekt, der hier eine Rolle spielt. Ich gehe einen Schritt weiter, weil ich auf eine Definition dann zukomme, die für mich in meiner Begleitung und in meiner Sorgearbeit ganz zentral ist. Der Punkt, der hier nochmal eine Rolle spielt, ist, dass Spiritualität Hauptmerkmale hat, Sinnaspekte, Sinnsuche, Transzendenz oder Selbsttranszendenz und Erfahrung von in Verbindung sein, Erfahrungen von Gemeinschaft. Wir gehen auch hier einen Schritt weiter, denn die Definition, mit der ich in der Praxis arbeite, ist wie es folgt. Gehen auf die nächste Folie. Ja, Spiritualität ist, was der Patient dafür hält. Dieser Satz und seine Formulierung verdankt sich der Diskussion um Lebensqualität. Es ist in der Lebensqualitätsdiskussion unterschieden worden zwischen einem objektiven Lebensqualitätsverständnis, das messbar ist an einem Funktionsstatus, Bewegungsfähigkeit, kognitive Fähigkeiten, Sprachfähigkeit etc., also an objektiven Kriterien abgelesen werden konnte und dann auch quantifizierbar war, oder einem subjektiven Zugang, der sagt, Lebensqualität ist das, was der Mensch für Lebensqualität hält. Und diesen Aspekt kann man übertragen auch auf den Bereich der Spiritualität. Denn in der Begleitung von Menschen begegne ich immer einem anderen Menschen, der für sich Spiritualität lebt und füllt und ich es in der Begleitung erstmal herausbekommen muss, was seine Form von Spiritualität oder ihre Form von Spiritualität ist. Ich gehe also auch hier nicht mit objektiven Kriterien, evangelisch, katholisch, muslimisch, was auch immer, und fromm, weniger fromm, gar nicht fromm, sondern ich versuche in der Begegnung zu erfahren, was ist für den anderen tatsächlich Spiritualität. Und das können, wie gesagt,
tragende Beziehungen sein. Es kann die Liebe zur Musik sein. Es kann auch ein tiefer Glaube sein oder auch ein Glaube, der vor allem sich im Zweifeln und Hadern oder Streiten vollzieht. In der Begleitung kommt es zu einer Bestimmung der individuellen Spiritualität und darum geht's. Denn die Verbesserung von Lebensqualität heißt, dass ich die individuelle spirituelle Belastung des anderen verstehen will, um überhaupt begleiten zu können. Also die Sorge in ihrem doppelten Aspekt. Wir gehen weiter. Spiritualität hat sehr viel auch mit existenziellen Erfahrungen zu tun, mit existenziellem Leiden, mit Grundbedingungen der Existenz. Nach Alfred Lengle in der Existenzanalyse werden diese vier Bereiche genannt, bei denen die Existenz eine Rolle spielt. Das in der Welt sein können, das Element, dass man das Leben mag, das Element, dass man selbst sein darf und das Element eines sinnvollen Lebens. Lebensqualität, eine Existenz, die als qualitätsvoll erlebt wird, versucht auf alle diese Fragen auch eine Antwort zu finden. Ich bin, aber kann ich auch so sein, auch mit einer Erkrankung? Ich lebe, aber mag ich überhaupt leben? Ich bin, aber darf ich so sein, wie ich bin? Auch mit einer Einschränkung. Und ich bin da, aber wozu soll ich da sein? Wofür ist mein Leben gut? Das sind die vier Ebenen. Wir gehen weiter und sind auch bald durch. Das wäre prima. Genau. Ich gucke ein wenig auf die Uhr. Oder? So ist es. Ich will Ihnen mit dieser Folie nur kurz zeigen, die zeige ich nun das Bild, dass ich im Laufe eines Lebens, das haben wir gemessen bei Personen, die in Altenpflegeeinrichtungen eingezogen sind, dass im Laufe der letzten 10 Jahre eines Lebens etwa, das waren hier in Seniorenstiften eine Beschreibung, dass sich hier auch die vier Bereiche, körperlicher Bereich, spiritueller, psychischer und sozialer Bereich, in ihrer Wertigkeit nochmal verändern. Abhängig von der Krankheitssituation oder dem gesundheitlichen Status, manchmal wichtiger werden, manchmal auch an Bedeutung abnehmen. Und Begleitung, Sorge für Lebensqualität heißt, immer darauf reagieren, was jetzt bei dem Patienten oder bei der Bewohnerin das zentrale Thema ist. Da klicken wir weiter, müssen wir ein paar Mal jetzt draufklicken, weil das so gestaffelt ist, so eine Präsentationsfolie. Das brauchen wir nicht im Detail angucken und kommen damit auf die nächste Folie. Und damit bin ich nochmal bei Luther, der nämlich mit einer solchen existenziellen Erfahrung am Lebensende rechnet und damit uns noch einmal vor einem Trugschluss warnt, dass wir durch die beste Spiritual Care, durch die beste Seelsorge jemanden so etwas wie ein gutes Sterben ermöglichen können. Luther sagt in seiner ersten Invocavit-Predigt 1517, wir sind allesamt zum Tod gefordert. Also wir werden allesamt sterben. Und wird keiner für den anderen sterben, sondern ein jeglicher in eigener Person für sich mit dem Tod kämpfen. In die Ohren künden könnten wir wohl schreien. Also in die Ohren könnten wir wohl jemanden noch Beistand und Trost hineinrufen wollen. Aber ein jeglicher muss für sich selbst geschickt sein in der Zeit des Todes. Ein jeder steht am Ende allein in dieser Situation. Ich werde dann nicht bei dir sein, noch du bei mir. Hierin so muss jedermann selber die Hauptstück so einen Christen belangen, wohl wissen und gerüst sein. Also am Ende stirbt jeder mit der eigenen Spiritualität und auch den eigenen Ressourcen, die da sind. Ich danke Ihnen für Ihre geduldige Aufmerksamkeit über die Zeit hinaus.